Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde. So, mal los. Heute der Plan: einfach hinten mal aufstellen und gucken, was die Einheiten hergeben. Also so mittig hinten. Das heißt, wir matchen alles 1 zu 1 zum Gegner wahrscheinlich. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. So, und das ist der erste Gegner. Speed, Quick. Ja, ist eigentlich alles eher so lala. Also zwischen den beiden würde ich jetzt überlegen. Und weil, oder? Aber das. Okay, Cost Control. Wie gesagt, wir bauen jetzt so ein bisschen weiter hinten auf die Freunde und lassen die Gegner kommen und versuchen auf alles zu reagieren. Die hämmern dann das Kleinvieh weg. Ja, ist immer ein bisschen tricky hier vorne, ne? Wenn er die Flanke macht, dann lenkt er sie so ein bisschen ab, wieder die ganze Backline. Das ist die große Gefahr bei dieser Aufstellung. Ich habe noch wenig Erfahrung damit. Ja, jetzt für die erste Runde vielleicht was zum Abknallen. Der Panzer wäre nicht schlecht. Aber ich habe jetzt auch irgendwie Skrupel. Aber auch nicht viele andere Optionen. Ja, wir machen das jetzt einfach. Also wir matchen ja, haben wir gesagt. Auf jeden Fall in die Nähe von den Dingern da sterben wegen dem kleinen Vieh. Gegner steht ein bisschen aggressiver vorne, als ich erwartet hätte. Das habe ich natürlich ein kleines Problem unter Umständen. Er konnte aber direkt abgeknallt. Das wäre das Problem. Für seine Einheiten eine sehr ungewöhnliche Aufstellung. Ich überlege jetzt, ob ich das in den Rhinos machen soll. Ich habe mir letztens Selbstzerstörung in die Rhinos reingepackt. Mal gucken, wie sie standen. Aber ich glaube, da war nicht genug, ne? Da gab es auch irgendwie einen Rhino-Bug. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen gelöst haben, dass Selbstzerstörung mit EMS nicht ausgemacht werden kann oder sowas. Bin ich mir ganz sicher. Also wenn ich jetzt hier den Rhino mit Selbstzerstörung hinstelle, auf jeden Fall, würden die dann sterben. Und dann macht er EMS an und dann mache ich eben Coating an, ne, und so weiter. Also ich wäre mir nicht sicher, ob die beiden Marksmen dann auch sterben, wenn ich mich da hinstelle. Das würde, ja, bin ich mir nicht so sicher. Deswegen ist es gerade ein bisschen ärgerlich. Können auf jeden Fall mal einen da hinten spawnen. Ich kriege ja gleich einen Rhino und dann würde sich das ergänzen, wenn ich jetzt Rhinos hole mit Upgrades. Und gegen die Panzer sollte es eigentlich auch gut sein, aber dann stehen die an einer anderen Stelle. Not sure. Ich glaube, wir machen erstmal Modelltanks dazu. Genau, und dann einfach jeder nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ja, das habe ich fast erwartet, dass er das macht. Westen, aber erst Cost Control. Und ich habe ein Upgrade noch vergeben, also meine werden das gewinnen da oben. In der normalen Welt hätten meine das gewinnen sollen. Nicht sicher, wie er das jetzt gewonnen hat. Also erst Cost Control und ich hatte noch ein Damage Upgrade. Das muss ein extrem unglücklicher Spawn gewesen sein. Also in der Welt, die ich kenne, gewinne ich normalerweise so einen Fight. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass das so gespawnt ist, dass irgendwie drei oder viermal der Wespen auf eine von den seinen gefeuert haben umsonst. Anders wäre das unmöglich gewesen. Also in 9 von 10 Fällen, wahrscheinlich in 10 von 10 Fällen, gewinnen meine Wespen das. Das war natürlich jetzt nicht so dolle. Okay, sehr interessant. Wieder was dazugelernt. Jetzt droppen wir den nächsten, der dann verliert. Mal gucken. Jetzt erstmal smoken hier.
Das ist ganz angenehm, wenn er das nicht nutzen kann. So, wir haben jetzt die Flanken da vorne mit dem kleinen Ding da drin, okay. Wie kontern wir das jetzt alles? Also einfach hacken wahrscheinlich, ne? Das Zeug schnell töten und dann einfach da durchhacken. Dann gebe ich noch eine Runde, glaube ich, sein Grab ein bisschen tiefer zu buddeln. Aber dann habe ich jetzt noch eine Runde, wo ich quasi dumm dastehe. Kann man ja trotzdem mit Replika machen, ne? Wahrscheinlich. Machen wir das noch. Und danach holen wir dann einen Hacker in die Runde. Kann man da eigentlich direkt reinlaufen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Nächste Runde wird das dann weggehackt, das Ganze. Jetzt eine Replika dafür sorgen, dass das lange da bleibt und dann. Also die Flanken gehören jetzt mir und ich habe dann genug Kanonenfutter für die Front. Und hier müssen wir gleich mal gucken, weil das ein Level 2 ja ist, ne? Zwei Stück. Wie wir uns da drum kümmern. Sind alle Level 2, okay. Die muss ich auch noch wegräumen und das können halt die Mustangs nicht ganz so gut. Obwohl das hier tatsächlich gehen könnte, weil der Cost Control ist. Aber da könnte ich ja wahrscheinlich jetzt auch einen Rhino für benutzen, ne? Ihr One-Shottet ihr dann. So, ist er da aufgelevelt? Ja, das brauchen wir, glaube ich, alles nicht. So, Hacker. Links, rechts. Mit Reichweite nochmal versehen. Okay. Also die Flanken sind ja eigentlich schon geklärt, ne? Level 2 Geschichten da, die haben jetzt ein bisschen gestört. Da komme ich jetzt einfach mal von hinten reingelaufen. Kann ich auch einfach direkt da vorne hinstellen, oder? Und dann kann er direkt da drauf klopfen auf die Dinger. Ich habe halt Angst, dass sie den kaputt machen. Ich kriege aus dem Hacker nichts mehr raus, ne? Da sind wir da auch noch nicht ganz sicher. Ich meine, so eine Ablenkung geht immer, dann kann ich ihn gleich verkaufen unter Umständen. Aber es löst noch nicht das Problem mit dem Kleinvieh hier in der Front. Da muss ich wohl oder übel so ein Ding holen, sonst kann der Hacker halt nicht arbeiten, ne? Die Level 2 die ganze Zeit reinlaufen. Rechts noch mehr für meine Hacker. Ich muss mir welche hinstellen gleich. Ja, wie gesagt, das Kleinvieh wegräumen ist noch ein kleines Problem. Das dauert dann einen Moment und da hat der Satellit eingesetzt, deswegen die Modelltanks gefehlt haben. Wir arbeiten uns aber vor. Der hätte ein bisschen schneller machen können, war leider ein Satellit. Jetzt hätte ich es fast gehabt mit dem Debuff. Also, das hat jetzt eine Menge unglückliche Sachen zusammengekommen. Nichtsdestotrotz hacken wir jetzt einfach weiter. Natürlich bin ich sehr glücklich, dass intelligente Marksman jetzt bekommen hat, ne, die Karte. Da hätte ich einfach einen Flammenwerfer holen sollen. Ja, weil die leveln jetzt alle massiv auf die Freunde. Das ist ein bisschen unschön. Ja, alle Level, komplett. Na gut, dann hacken wir hier vorne uns mal durch. Wie gesagt, die Modelltanks, das ist jetzt relativ wichtig, dass das am besten funktioniert, ne? Also ich brauche jetzt eigentlich die Hacker und das, um das kaputt zu machen da unten. Also hier gibt es ja vor allem eine ganze Menge von denen. So. Headquarter verlieren ist wahrscheinlich keine gute Idee.
Die einfach mal schnell wegräumen, die beiden. Level 3. Ist auch ein bisschen viel leider. Also ich mache das nicht gerne hier mit, aber ich muss mir mal ein bisschen Ruhe verschaffen gerade. So. Nicht töten, nicht töten. Oh. Ja, ich habe noch bekommen. Ja, das Crawler-Problem müssen wir wieder nochmal gleich lösen. Und jetzt wieder aufs Headquarter. Also nur eine Zeitfrage, glaube ich, bis die Hacker das im Griff haben. Na, ist ja jetzt schon gewonnen, die Runde, aber das läuft noch nicht so ganz rund. Das ist die Frage, ob der sich halt wirklich lohnt hier vorne. Ich meine, 37.000, bisschen was hat er ja schon gemacht. Wenn die jetzt hochgelevelt haben, ne, dann haben die ja keine Chance mehr. Ich krieg die ja mit den einfachen Hackern. Also ich glaube, dass das jetzt für ihn vorbei sein könnte. Ich muss mich trotzdem um das Client-Team ein bisschen schneller kümmern, die ganzen Crawler, die da sind. Ja, der will die weiter spammen. Kann er gerne machen. Nachschub. Noch so einen Vulken abwerfen. Aber so ein Haste ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Tja. Also da unten machen wir dann auch nochmal einen hin für die Freunde. Und einfach mal das Kleinvieh wegzuholen auf allen Seiten, wäre glaube ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich lohnen. Den einen da hinten vielleicht, aber den Rest bin ich mir nicht sicher. Ja, diese Wespengeschichte wieder. Ich spawne jetzt da oben. Gucken wir mal, ob er die nochmal gewinnt. Eigentlich sollte er es nicht gewinnen, den Kampf. Ja, hole ich jetzt die Arglights dazu nochmal. Wahrscheinlich hätte ich echt schon einen Vulken holen können. Das hätte nicht wehgetan, vermute ich. Also die Runde Satellit holen möchte ich jetzt tatsächlich auch nicht, aber ich muss hier glaube ich ein bisschen ausdünnen, damit meine Einheiten halt funktionieren. So, Tankiness erhöhen. 8 Sekunden noch. Puh, dann machen wir mal Reichweite. Beste. Ja, ich muss mich hier vorne ein bisschen mehr um die Modelltank-Geschichte kümmern. Diesmal war halt statt dem Satellit die Wespe da, aber ich bin jetzt auf den Flanken. Und ich habe ein Level 2. Also ich kann jetzt erstmal alles in Ruhe hacken, das heißt wieder Pech. Sind auch Level 2 die Dinger. Und da brauchen die Ewigkeiten, das zu zerstören. Also nur die Modelltanks sind das Problem und mit den Arclights, die mehr und mehr kommen und vor allem jetzt auch den Level aufholen, sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Auch Replika. Okay. Ja, da unten wäre sogar fast. Also ich hätte wahrscheinlich statt dieser Arclights, das war ein Fehler, hätte ich lieber einen Vulken damals geholt. Hättisch habe ich aber nicht. Die stehen ja schon alle hintereinander.
Dann lassen wir den da oben stehen. Kann ja auch da reinlaufen. Wurm. Die müssen schon richtig nah ranlaufen hier, ne? Aber das ist jetzt leider, da gucke ich meine Level an, Level 3, das ist natürlich ein bisschen viel, und an die Hacker-Item. Also da kommt wirklich zu viel zusammen. Und den Level-Nachteil, der ist schwer aufzuholen. Also ich denke, ich habe einen astronomisch großen Fehler gemacht, als ich gesagt habe, ich hole jetzt einfach mal 6 Arclights im Late-Game, ne? Statt einfach einen einzelnen Vulcan dahin zu stellen. Das war ein astronomisch großer Fehler. Also natürlich, wie gesagt, jetzt die, ne, zu den Marksmen diese Karte bekommen hat nachträglich und dann das Anti-Hacker-Item, wenn ich Hacker spiele. Ja, und dann der Sturm gegen meinen Client, weil ich T1 spiele. Da war natürlich auch so unendlich viel Glück beim Gegner bei. Aber noch ist nicht alles verloren. Es geht ja eigentlich nur noch um das Kleinzeug, ne? Also das machen wir jetzt mit denen hier. So, jetzt holen wir alles weg. Ebenfalls einmal den Flammenwerfer da runterhalten. Genau, der hackt sich jetzt gleich da durch. Finisher Move. Kommt halt Acid diese Runde, ne? Mal ein bisschen Acht geben drauf. Ja, und einen können wir so rausnehmen, dann geht das hier unten schneller. Okay. So, jetzt haben wir halt über die Flammenwerfer, sind die ganzen Crawler komplett gecancelt von ihm, ne? Das sollte gehen. Luftabwehr fehlt ein bisschen, müssen wir gleich mal gucken, also da unten steht ein bisschen was, ne? Level 3 ist ja nicht nichts. Und dann müssen wir den halt hacken, die Luftabwehr. Und dann müssen wir hochballern in das Ding. Mal gucken. Die hacken sich ja sehr lange. Das sind halt ewige, ne? Level 4 ist halt ein bisschen viel. Aber ich habe ja Marksman. Also einen habe ich erobert. Und der war so nett, schon Elite auszugeben. So ich von seinem gesamten Spielvorteil jetzt endlich einmal, ne, profitieren kann. Na, oh, den hätte ich noch kriegen müssen. Das wäre wichtig gewesen. Aber ich habe hier vorne ja ein paar erobert, also das ist gegessen. Wie gesagt, im Arclight war ein astronomischer Fehler von meiner Seite. Und das zusammen mit, dass der halt so viel Glück hat wie, also das war ja unendlich Glück, ja? Also unendlich Glück, was er da an Karten alles bekommen hat. Das hat das dann entschieden. Generell würde ich sagen, das da war ein Fehler von ihm. Mit Artilleriekanone, ne? Gegen Hacker immer. Das hätte funktionieren können, hätte er jeden schneller gewonnen schottet, den hätte er auch schneller geschottet. Obwohl, das war ja auch schon ganz nett. Aber dieser Buff da und dann nochmal, ne? Also wen haben die denn gebufft zusammen, ja? Crawler. Das hat sich ja eigentlich kaum gelohnt. Wenn hätte einen von denen rüberstellen müssen. Oder vielleicht da in die Ecke. Und dann dieses Item, das war auch so geil. Also das war eine ganz komische Runde. Aber das mit den Arclights war auf jeden Fall ein astronomischer Fehler von mir. Also ihr holt nicht spät Arclights und ihr holt ja nicht Arclights dann Level 1 oder 2 gegen Crawler Level 3 und 4, ne? Da kam dann einiges zusammen. So, kann weitergehen. Das mit der Wespe war auch Glück, ne? Also man muss die halt wirklich, die tun ja beide random, die setzen, könnte man sagen. Und dann, ein Cancel-Kandidat eigentlich. Ne? Und da stand die halt irgendwie genauso, dass wirklich ein Großteil meiner Wespen wahrscheinlich einen umsonst angegriffen haben. Also gegen Cost Control und ich hatte noch das Upgrade. Da solltet ihr niemals verlieren mit der Wespe. Spawn, niemals. Aber es war eine ganz ominöse Runde, ey. Runde. So, gerade zur Tür. Was haben wir jetzt gehabt hier? Sturmkohle? Dann machen wir das hier, das ist ein guter Start. Da kann man nicht viel falsch machen. Gegner ist ein langer Denker. Das ist vielleicht ein Smurf-Account. Auch wieder Cost Control. Da, 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 da. Machen wir direkt die große Nummer.
Die müssen doch weit auseinander stehen, damit nicht ein Skorpion alle kontert, ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Ich hätte die auch vertikal stellen können bei dem Marksman. Man weiß ja nie, was er dann nachher da spielt. Horizontal meine ich, stellen können. Naja, sagen wir es erstmal so. Ist halt jetzt auf jeden Fall nicht gut, ne, weil die und die machen Fokusfeuer auf einen da unten. Ne, werden die halt nacheinander erst auf jemanden schießen. Also das ist eine schlechte Aufstellung, die ich hier habe gegen ihn. Da habe ich nicht nachgedacht. Wichtig ist, dass ich nach der Aufstellung realisiere. Ist besser als nix, oder? Also ich war massiv falsch aufgestellt von mir gegen Panzer und Marksman. So, mein erster Instinkt ist jetzt Artillerie dagegen zu holen. Das Dach. Sie hat jetzt Kostkontrolle und ich habe halt mehr Panzer, die mehr einkommen. Also da könnte schon jetzt klappen. Aber sagen wir mal so, das war jetzt unnötig riskant, ne? Das hätte man viel, viel besser aufstellen können. Vielleicht klappt es noch nicht mal, weil das Headquarter jetzt kriegt. Ich muss halt gucken, dass ich die jetzt irgendwie aktiviere, die Teile. Sag mal so, die Schlachten gehen ja lang genug, ne? Ich würde erwarten, dass ich jetzt mehr Panzer oder Upgrade spiele. Vielleicht ist auch in Deutschland, weiß das, kennt diese Strategie mit den Sledgehammern. Also Artillerie kontert halt jetzt einfach alles. Von da mache ich vielleicht einfach die Artillerie jetzt hier vorne. Assault Scorpion, das ist natürlich jetzt auch immer so eine Sache. Also wenn man den hier in die Mitte setzt, dann pullt er und schießt. Ich teste das jetzt mal. Also Adler wäre die beste Lösung gewesen, weil die haben sich halt hier zusammengestellt, hier und hier, ne? Also hier und hier eine Adler, die hat einen Massaker veranstaltet. Aber ich will mit diesem Assault noch ein bisschen testen. Ist natürlich jetzt, ne, suboptimal, weil nur eine Einheit und so, ne? Lass uns mal überraschen, ob das geht. Der kann gerne aber trotzdem mal vorgehen hier unten. 9 Meter pro Sekunde, also der geht ja schon richtig schnell, ne? Lass ihn einfach von hinten mit reinlaufen. Ja, stellen wir gleich einen zweiten dahin und dann bam, bam, bam oder so. Aber Adlerie wäre, wie man jetzt sieht, eben die beste Lösung, jetzt wieder die beste Lösung gewesen. Ne? Also eigentlich alles drei gleichzeitig countert. Und vielleicht macht er das ja auch. Wir müssen das ja lernen. Geht nicht anders. Na, schießt halt jetzt relativ schnell. Also mit in den Kopf jetzt gleich einfach noch einen zweiten dahinstellen, mit Reichweite zu vergeben und zu sehen, wo die Reise hingeht. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Aber man sieht schon, wie viel Schaden der hier nimmt. Auf der rechten Seite werden halt mehr Panzer und mehr Marksmen. Aber mit mehr Reichweite vielleicht. Wenn ich ihn ein bisschen defensiver stelle als den. Dann tot. Mein Luftabwehr wäre es auch sehr schwach, wenn der Overlord oder so jetzt holt, ne? Sturmcaller, Extended Range. Das können wir schon mal machen mit den Dingern. Also jetzt riskant, da jetzt einfach mehrere von zu holen. Ich hole jetzt einen davon für die Seite. Der hilft davon da unten aus. Und dann brauchen wir jetzt einfach mehr Modelltanks. Kann man auch mit Crawlern reinlaufen. Machen wir mal die hier, ich habe die ja schon mal. Ja, Upgrade, gehen wir dem Upgrade. Vielleicht von oben sogar reinlaufen? Nee, 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 nee. Versuchen wir es mal so. Ich überlege, ob ich den Panzer da abknallen kann mit dem Marksman. Ja, ist der Overlord. Hätte ich in seiner Stelle halt auch gespielt. Ist richtig getimed? Ja. Und das waren jetzt 400 Punkte. 350, oder? Das Upgrade kostet nur 50. Naja. Ich brauche halt jetzt nächste Runde für die Reichweite und dann jemand den Overlord holt.
Aber Phoenix klappt dagegen ja wahrscheinlich auch, ne? Mal gucken. In jedem Fall hat er hier rechts einen riesen Massaker veranstaltet, der Skorpion. Den Boden dominiere ich. Jetzt muss ich mich halt nur noch irgendwie darum kümmern. Genius, okay. Bleibt aber den Großen. Also die Handvoll fängt, die können jetzt den ganzen Tag da drauf schießen. Naja, vielleicht reicht es ja wirklich, ne? Die geben sich ja Mühe, die kleinen Kerlchen. Also den für Upgrade da drin. Buff vielleicht. Javelin. Ja, den kann man, glaube ich, nehmen, den Javelin. Also selbst wenn er den jetzt verkaufen würde. Der ist immer noch, was ich sonst auch noch kaputt mache, ne? Also das ist ja hier, steht da eine Zeit lang. So, genau. Also normale Reichweite ist, glaube ich, die wichtigere Sache. Obwohl die andere mit der Artillerie, wäre vielleicht auch gut gewesen. Oder habe ich nur negative Erfahrungen mit. Vielleicht war das schon okay, das zu holen. Ja, ein bisschen Luftabwehr dazu holen. Mal gleich von ganz hinten aushält, muss ja eh das Kleinvieh wegräumen. Hoffen, dass der funktioniert. Das Aufleveln, der hat ja wohl gerade überlebt. Das war ja der, der das abgeknallt hat. Mal gucken. Er hatte verkauft und neu gekauft. Aber ich krieg ja trotzdem was kaputt. Es war nicht ganz umsonst und den Verkaufsbutton kann er nicht gebrauchen. Ne? Der hat es nur einmal gemacht. Der wird ja sonst nichts mehr verkaufen im Spielverlauf. Also von daher sah das zwar cool aus, hat ihn aber mehr gekostet als mich am Schluss. Ist auch die Erfahrung von dem weg, kommt ja auch noch oben drauf. Ne? Und gerade mit dem Item. Wollt ihr normalerweise die Erfahrung mitnehmen. So, nichtsdestotrotz hat er jetzt hier ein Problem wegen der Tankiness. Schießt mal, Jungs, aber ja, er hat das Item drauf, ne? Und hat auch noch beide getroffen. Also ich kann immer nur sagen, das Scorpion-Spiel bei mir nie funktioniert und das Soul Scorpion auch nicht. Ich habe nur negative Erfahrungen damit. Feuerchen, ist natürlich unangenehm. Also ich denke mal, der wird das jetzt hier smoken, ne? Das gehen wir trotzdem mal. Also gucken wir mal, dass er den Boden ein bisschen schneller wegräumt. Alles, was er da stehen hat. Und ansonsten geht das jetzt weiter mit den Vögeln hier. Aggressiver dazu stellen, mal gucken. Immer eine Gefahr, wenn dann halt ein Crawler von hinten zur Ablenkung kommt. Feuer, naja. Also er weiß schon, dass ich noch einen Javelin habe, ne? Weil er die, also ich wollte gerade sagen, gegen die Phoenix. Aber ich habe natürlich noch eine Reihe von den Fangs, ne? die abknallen, die Wespen. Also wenn den, da würden die wahrscheinlich sterben, oder? Fragezeichen gegen die Jungs. Bam, bam. Natürlich sind die gleichzeitig gestorben. Ja, der ist halt jetzt Level 2 mit dem Item, ne? Das ist halt sehr tanky. Wäre allerdings auch eben schon letzte Runde gewesen, hätte er nicht umgesetzt. Aber ne, das Item hier ist natürlich eine Riesenkatastrophe für mich. Sonst wäre er schon 10-mal tot gewesen. Letzte Runde, diese Runde, ohne Level, alles. Ist ein bisschen problematisch. Also den Boden haben wir auf jeden Fall im Griff. Soweit ist das in Ordnung. Ja, Wespen kann er ja auch spawnen gleich. Dann könnten wir die hier auf Reichweite vielleicht spielen. Haben wir eh ein paar mehr Modelltanks. Reichweite, noch ein mehr davon. Von hinten snipen.
Halt die Frage, ob der hier vorne die Aggro zieht. Ne? Manchmal sieht das komisch aus. Ich würde sagen, dass das näher ist, also die Aggro zieht von dem. Aber ich habe da schon die komischen Sachen gesehen. Ich stelle jetzt mal mit Absicht dahin, in der Hoffnung, dass der die Aggro eher hier vorne zieht, weil das hier ein sehr guter Schlag wäre gegen ihn. Mal ausprobieren. Könnte halt meine letzte Runde sein, wenn ich nicht aufpasse. Die Modelltanks wegräumen. Und falls eine Wespe von links gespawnt kommt, in Masse. Ja, hat nach oben gemacht, statt nach unten. Also manchmal liege ich falsch, wenn ich ein Augenmaß mache, manchmal nicht. Das ist natürlich jetzt katastrophal, dass ich ihn da oben verloren habe. So ist das. Naja, aber Scorpions. Also Scorpions verlieren wir jedes Spiel. Ich weiß auch nicht genau, was ich da machen soll. Klar, es liegt nicht am Scorpion, man kann damit ja Spiele auch gewinnen, ne? Aber jeder hat da seine eigene Spielweise ein bisschen. Und ich kann nur sagen, dass 100% meiner Scorpion-Spiele verloren zu sein scheinen. Egal ob mit der Soul-Card oder ohne. Und die Frage ist halt auch, ob ich mich wirklich weiter zwingen soll, mit dem Scorpion was auszuprobieren. Ne? Also ich habe jetzt gegen einen verloren, der 1300 MMR hier hat. Ja? Also nicht sehr ungut, aber das ist halt noch Anfänger. Und wenn ich ja 100 zu 0 verliere und die einzige andere Variable, die ich gespielt habe, im Prinzip der Scorpion ist, ne? Und das in jeder Runde so aussieht, unabhängig vom Gegner, ich komme mit dem Ding einfach nicht klar, weil ich halt eine andere Spielweise wahrscheinlich habe. Manche Einheiten klappen einfach partout gar nicht. Ne? Und von daher sollte ich wahrscheinlich am Scorpion die Finger lassen. Also das Ding ist ja, ich hätte noch nicht mal gebraucht. Ne? Die Artillerie hätte alle Probleme gleichzeitig gelöst. Ja? Wenn der Scorpion nur das Panzerproblem löst, aber nicht das Modelltankproblem löst. Also ich weiß auch nicht, worum ich den holen soll. Der kostet mehr, macht mich angreifbarer und löst weniger Probleme. Ja? Also das ist meine Perspektive. Wie gesagt, ich weiß, dass Leute damit erfolgreich spielen, aber bei mir klappt der überhaupt nicht in keine Aufstellung rein. Also für mich ist das einfach eine super beschissene Einheit. Ich werde die auch nicht weiterholen jetzt. Ich habe jetzt genug davon gehabt. So, ich wäre weg für heute. Ciao, ciao.